Liebes Publikum, meine Damen und Herren, erleben Sie eine wortlose, aber sehr charmante Comedy aus der Zeit, wo die Bilder laufen lernten. Das war die Zeit von Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, ein hervorragender Schauspieler, Tänzer, war natürlich auch der König der Herzen. Die Leute, die Charlie Chaplin zuschauten, bogen sich vor Lachen. Neben seinen unterhaltsamen Gags und Tricks spürte das Publikum ganz besonders sein weiches Herz, welches er mit viel Gefühl seinen Zuschauern schenkte. Außerdem wurde Charlie in seiner Rolle als Vagabund bekannt, wo er als Landstreicher mit den Manieren und der Würde eines Gentlemans auftrat. Ja, er trug übergroße Hosen und Schuhe, eine enge Jacke und eine Melone. Dabei hielt er einen Bambusstock in der Hand und hatte einen Zweifinger-Schnurrbart, den man dann später auch kannte als Charlies Bart. Tja, durch seine Auftritte dann als Tramp erntete er so viel Erfolg, dass er sich dann selbstständig als Regisseur und Hauptdarsteller präsentierte. Genießen Sie jetzt die unvergessliche Atmosphäre einer schönen Epoche aus der Zeit der Stummfilme. Irina Chaplins wortlose, charmante Comedy Chaplin's Smile.